Ja, hallo meine lieben Filmfreunde und Sammler, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu meinem zweiten Unboxing-Video am heutigen Tag. Ja, und ich habe ebenfalls wieder ein Mediabook für euch. Ihr seht ja jetzt schon die Informationen eingeblendet, worum es geht. Ich werde das jetzt noch ausführlichst mit euch gemeinsam anschauen, dieses schöne Mediabook. Und es sind fast die gleichen Mängel, die ich hier anzusprechen hätte, wie bei From Beyond, ebenfalls aus dem Hause OFDB Filmworks. Das Video werde ich euch dann am Ende nach dem Unboxing dann noch verlinken. Keine Sorge, und ich würde sagen, das reicht jetzt als kurze Einleitung für dieses Video und ich wünsche euch viel Spaß im Unboxing-Teil. Ja, und da liegt es nun vor uns, das Mediabook zu The Body, die Leiche, aus dem Hause OFDB Filmworks, und ihr seht schon, der Scheinwerfer reflektiert hier wunderschön, denn es handelt sich auch hier wieder um ein Hochglanz-Mediabook und das Motiv ist wirklich sehr schick geraten, wie ich persönlich finde. Bloß hier die Schauspieler noch drüber zu schreiben, naja gut, kann man verkraften. Hier steht nochmal riesengroße Body, die Leiche, hier so ein Auszug aus einer Leichenhalle und hier unten drunter noch etwas Schrift drunter. Ja, vom Detailgrad her muss ich sagen, wenn man hier auf die Haare achtet, etwas besser geraten als beim Mediabook von From Beyond. Aber ja, es gibt natürlich bessere Motive, aber Farben, Kontraste, Sättigung ist hier wirklich sehr, sehr gut und ausgewogen. Gefällt mir persönlich sehr gut. Von der Seite schaut es dann so aus, haben wir hier in schwarz OFDB Filmworks, also in weiß, klar auf schwarzem Untergrund und riesengroß The Body draufgeschrieben. Also das könnt ihr ohne Brille aus 3 Meter Entfernung im Regal schön lesen. Ja, auf der Rückseite missfällt mir sofort hier dieser Schriftzug nochmal. Ich weiß, wie der Film heißt, es steht auf der Seite, es steht auf der Front. Nochmal riesengroß in das Motiv reingeschrieben. The Body, die Leiche, finde ich persönlich nicht gut. Denn das Motiv hier, was hier oben im oberen Teil zu sehen ist, ist vom Detailgrad, Farben, Kontraste her alles wirklich wunderschön und auch sehr gut vom Übergang her, wie ich finde. Aber dass hier noch der Filmtitel so reingebratzt wird, also ich finde das nicht schön. Auf keinen Fall. Dann kommen wir hier noch zu den Angaben zum Film, also hier worum es geht. Dann etwas weiter unten, dann die Extras und auch die technischen Daten so weiß umrandet. Und dann hier unten der EAN-Code und auch wieder einmal hier das gleiche Problem wie schon bei From Beyond. Ja, die Limitierungsnummer fehlt. Ihr müsst mir jetzt einfach glauben, es ist limitiert auf 250 Stück. Und das muss dann halt reichen, ne? Also ihr wisst nicht, welche Limitierungsnummer ihr jetzt gerade vor euch liegen habt. So, aber genug der vielen Worte. Wir wollen uns jetzt natürlich noch das Mediabook vom Innenleben anschauen. Ja, und da gibt es wieder einiges, was ich zu bemängeln hätte. Wir haben als erstes hier mal die Blu-ray und die muss ich an der Stelle nicht herausnehmen, nichts cutten, denn wir haben hier keinen Innendruck. Also das ist gehende Leere, schön schwarz. Hier drüben haben wir die erste Seite des Booklets. Man hätte auch hier, denke ich mal, ein schönes übergehendes Motiv machen können, aber naja, was soll's. Zum Booklet kommen wir gleich noch. Wir schauen uns jetzt aber drüben hier auf der rechten Seite noch die DVD an. Und ihr seht schon, da muss ich mal ganz kurz cutten, denn hier befindet sich ein Inlay drin. So, nachdem wir dann die DVD herausgenommen haben, sehen wir dann schon, es ist ziemlich blass und in einem leichten, ja, grünlichen Ton, schwarz-weiß. Ja, ich weiß es nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist sehr verrauscht, ziemlich düster, sehr getrübt durch die Plastik. Wenn man auf die Haare schaut, vom Detailgrad auch nicht monströs geraten, aber ein sehr passendes Motiv zum Film, muss ich sagen. Aber hier drüben das Booklet, eine gehende schwarze Leere, hätte man hier drüben das Ganze so machen können, hier so übergehend, ihr seht es schon, hier und hier dasselbe Motiv, leider. Ja, wir schauen uns jetzt natürlich noch gemeinsam das Booklet an und nicht erschrecken, das wird sich jetzt in den nächsten Minuten nicht ändern. Schwarzer Rand, weißer Hintergrund, schwarzer Text und ja, hier allerdings ein paar Bilder mit ein paar Zitaten, glaube ich, und das geht eigentlich soweit, aber sehr, sehr viel Text, natürlich sehr informatorisch, klar, wer gerne was lesen möchte zu dem Film, ja, ein paar Zitate und so weiter, vom Motiv her nicht schlecht, aber das Design im Hintergrund, ganz schlichtes Weiß, hätte man da nicht irgendwas anderes hinten reinmachen können. Ja, gefällt mir persönlich auch nicht so gut, das Booklet, aber vom Design her natürlich. Was so inhaltlich geboten wird,
Keine Frage, ist natürlich sehr gut. Ja, das wäre es dann zum Unboxing-Teil an sich. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gemeinsam wieder auf der Endcard. So ihr Lieben, da sind wir dann schon wieder am Ende angelangt dieses Unboxing-Videos und ihr habt es gemerkt, ich bin auch wieder einmal etwas enttäuscht, genauso wie bei From Beyond, denn designtechnisch ist hier ein wenig Horror am Start, könnte man schon sagen. Das Booklet mit diesem Hintergrund, naja, ihr wisst es ja, was ich bemängelt habe, das muss ich jetzt nicht noch einmal ganz fein ansprechen. Wer den Film noch nicht in seiner Sammlung hat, wie gesagt, ein relativ günstiges Mediabook, aber von der Aufmachung her nicht das allerbeste, was jetzt sich jeder Sammler mit in die Sammlung stellen sollte. Und auch hier muss ich sagen, hätte ich das Mediabook schon im Vorfeld so präsentiert bekommen, ich hätte es nicht gekauft, ich hätte dann doch zur Amare zurückgegriffen, aber das ist mein persönlicher Eindruck. Ihr könnt mir natürlich sehr gerne unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr dieses Mediabook fandet. Habt ihr euch vielleicht den Film jetzt deswegen gekauft oder werdet ihr deswegen meines Videos das Ganze nicht kaufen? Schreibt es mir wie gesagt sehr gerne unten rein. In der Infobox findet ihr natürlich wie immer die üblichen Angaben, die ich unter meinen Videos immer mache. Unbedingt mal da reinschauen. Da findet ihr alles Nötige und Wissenswerte dann nochmal detailliert. Und ja, ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag oder Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Video angeschaut habt, habt auch weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal. Euer MovieFan1982 ist raus aus dem Video. Macht's gut. Ciao.